Stadtbad Langensalza. Herzlich willkommen, wenn ich sage, zu einem ganz besonderen Ereignis. Dann hat es eine mehrfache Bedeutung. Da Disziplin der Bürgermeister in Thüringen, die siebenmal einen deutschen Meister in ihrer Amtszeit empfangen durften. Das wäre schon ein besonderes Glück. Heißt aber auch, ein Unterschied dankbar und froh zu sein. Ich sage aber auch, dass das zu Beginn der Saison in keinster Weise unsererseits eine Erwartungshaltung war. Wenn der Herr noch mal hat, auf den Weg gegeben waren, dann war das damals Platz 1 bis 3. Mehr hatten wir gar nicht gewünscht. Das finden wir ja. Ich habe gar nicht so angefordert, das steht uns gar nicht zu. Wenn es schon der siebte deutsche Meistertitel geworden ist, das ist schon mehr als etwas Besonderes. Das strahlt ja auch weit über die Region hinaus. Und zuallererst gilt natürlich der Dank der Mannschaft. Der Mannschaft und dem Team, was um die Mannschaft herum dieses Team begleitet. Ich betone ganz besonders Mannschaft. Ich glaube, das war die Stärke in dieser Saison, dass ihr euch gefunden habt als Mannschaft und als Mannschaft auch den Erfolg gemeinsam erreicht habt und in das vollen Zügen genießen dürft. Wir haben das Fanfest und da können wir uns bei allen anderen auch noch bedanken. Aber heute möchte ich ganz, ganz ehrlich sagen, Bernhard, sind wir einzig und allein wegen dir da. Wir haben dir so viel zu verdanken, das ist einfach unfassbar. Bevor ich allerdings damit anfange, ich will es auch nicht zu lang machen, muss ich heute eins loswerden. Mädels, ihr seid unfassbar hübsch. Also, ganz, ganz faszinierend, wenn man mal auch als Trainer die Gelegenheit hat, euch ganz anders zu sehen. Ich habe mich gestern bei euch bedankt für das lange Jahr und für die Trainingseinheiten und ich bin ganz, ganz fasziniert, weil ich tatsächlich in diesem Jahr euch heute zum ersten Mal als Frauen bewundere und euch nicht als Handballer sehe. Und ich muss wirklich sagen, Daumen oben, sensationell, eine wunderbare, hübsche Mannschaft. Ist dir leider das ganze Jahr nicht aufgefallen. Side of the street.
Prost, ihr Säcke! Prost, du Säcken! Thank you.
Sie haben das Spiel verfolgt, Sie haben die Saison verfolgt. Aus Ihrer Sicht eine kurze Einschätzung zu dieser Saison, zu dieser Mannschaft, zu diesem Verein. Wenn der schwarze Mike, also Mike Bobek, und der rote Bodo friedlich nebeneinander sitzen und in Spannung auf das schauen, was hier abgeht, und dann feststellen, es ist großartig, und wenn man dann die Fans sieht, die rote Wand, das hält doch der schwarze Mike aus. Aber ehrlich gesagt, ich will die spitze Bemerkung machen. Eine super neue Arena alleine hilft nicht, um Erfolg zu haben. Erfolg muss hart erarbeitet werden. Und zum Erfolg gehört ein Verein, da kann ich mich dem Lob und der Anerkennung noch anschließen. Zu den Vereinen gehören Vereinsvorstände und ehrenamtliche Arbeit. Zu der ehrenamtlichen Arbeit gehört das Unglaubliche, die Fähigkeit, Geld einzuwerfen, denn auch ohne Geld kann man nicht Profi Handball spielen, kann man nicht als Profis miteinander arbeiten. Aber am Ende bedarf es einer Mannschaft und eines Trainers wie Herbert Müller, gemeinsam mit einer solchen roten Wand. Sie alle zusammen, Schnurring ist stolz auf Sie alle zusammen. Herzlichen Glückwunsch zum 7. Mal Deutscher Meister. Ich finde das großartig. Die Fenster!
I have to say you are really good person, a funny person, and you say all the time what you have in your mind. And it's not always so, als ich meinte, sie hat ihr spanisches Temperament und sagt halt auch ihr, immer ihre Meinung. Und das ist auch zu bewundern. Und ich glaube halt auch, sie macht ihren Weg. Sie ist eine von den besten Handballspielerinnen. You're one of the biggest handball players. You have won so much. I don't know how many medals you won. Also, sie hat richtig viele Medaillen gewonnen und sie wird ihren Weg gehen. Und you for sure you will go your way if you play, if you not play. Now you can see Makeda. Hopefully he wins. You can be with him. sorry, I didn't know. But yeah. Also ich habe gesagt, sie ist eine einfach von der besten Spielerin und alles. Wir wünschen dir einfach das Beste. Herbert hat mich ja aus Italien geholt. Das würde auch nicht jeder und das war eine riesen Überraschung und ich glaube, jeder hat sich auch gewundert, warum er eine Italienerin holt. Er weiß schon warum. Ja. Also ich glaube, Herbert hat auch ein Händchen dafür. Und leider hat es ja letztes Jahr nicht geklappt. Deswegen glaube ich, feiern wir heuer umso mehr, dass wir wieder Deutscher Meister geworden sind. Und ich möchte mich halt bei allen Einzelnen bedanken. Ich habe so viel gelernt von den Mitspielerinnen und ich glaube, wir hatten auch jetzt in den letzten Monaten richtig Spaß, alle zusammen. Und vor allem, was mich so überrascht hat, war einfach das Publikum hier, also auch beim ersten Eröffnungsspiel oder wie sagt man da, beim Vorbereitungsspiel, da war die Halle ausverkauft und das kenne ich aus Italien nicht und das war einfach der Hammer und ich würde euch allen danken, gell? Wir haben auch natürlich. Aber ich denke, die ganze Geschichte hier beim MIM, DAC und der DINA sollte ein leuchtendes Beispiel sein für jede junge Spielerin, die irgendwann mal mit 13 oder 14 hier die ersten Fußstapfen übers Handballinternat bis zum Leistungshandball geht, dass man es schaffen kann. Man kann es schaffen, auch wenn alle sagen, sie ist zu klein oder weiß der Teufel was. Sie ist einfach ein Riese, was Handball betrifft. Und obwohl sie menschlich immer sehr still war, wir wissen ja, stille Wasser sind tief, das habe ich jetzt erst gesehen, als ich dann sie mal von der anderen Seite auch auf Mallorca kennenlernen durfte. Aber das Allerwichtigste ist, und das ist vorbildhaft, wie sie hier diesen Weg gegangen ist und wie sie sich wirklich zur Nummer 1 in der Nationalmannschaft entwickelt hat, da bin ich so sehr stolz drauf. Und da kannst du selber, Dina, für dich so extrem auf dich selber stolz sein. Du hast dir das alles erarbeitet. Du bist einen Weg gegangen, du hast uns vertraut. Wir haben dich erstmal übers Zweitspielrecht dritte Liga, Zweitspielrecht zweite Liga. Du hast das nie hinterfragt. Du hast uns vertraut
Und darum will ich dir besonders Danke sagen, weil du an uns und unseren gemeinsamen Weg auch geglaubt hast. Und dass dieser Weg heute mit der deutschen Meisterschaft und auch mit diesem Titel als beste Torhüterin der Liga, auch wenn die wetterbeste Feldspielerin geendet hat, das ist doch mal eine individuelle Auszeichnung, die es nur sehr, sehr schwer zu toppen gibt. Ich bin mir sicher, ihr Weg ist noch nicht zu Ende. Ich würde mich freuen, wenn ich außerhalb des Spielfeldes ein kleines Teil dieses Weges bleiben dürfte. Ich würde dir jedes Mal anbieten, wenn du irgendwas auf dem Herzen hast. Ich würde mich freuen, wenn das Telefon klingelt und dein Name dort steht. Ich möchte bitte den Kontakt zu dir nicht verlieren. Ich möchte dann, wenn du in Gjör dein erstes Spiel machst, ganz, ganz stolz auf der Tribüne sitzen und eventuell auch, warum nicht dich im Champions-League-Finale mal schlagen? Das wäre ein Weg. Tut mir sehr leid, ich muss mich kurz mal zusammenreißen. Ich wusste genau, dass das passiert und deswegen habe ich auch keine Rede vorbereitet. Ja, wir haben uns vor 4 Jahren kennengelernt. Du warst von Anfang an mein Anker hier. Und ich werde dich unheimlich vermissen, Dina. Du bist auf jeden Fall eine der besten Freundinnen, die man sich vorstellen kann. Wir haben so viel zusammen erlebt. Das passt gar nicht auf irgendwas, was ich schreiben könnte. Du bist ein ganz großartiger Mensch und du bist eine ganz, ganz großartige Torfrau. Und du hast es dir einfach verdient, jetzt hier zu stehen mit 6 deutschen Meistertiteln. Du bist hier einen Weg gegangen. Ich glaube, das gibt es in Deutschland kein einziges Mal mehr. Du bist einfach einzigartig. Keiner würde denken, dass du eine Torfrau bist, aber du sagst einfach Scheiß drauf. Ich halte die Bälle trotzdem. Und die ganze Liga verzweifelt an dir. Ich hoffe wirklich, wir verzweifeln nächstes Jahr nicht an dir. Uns zuliebe, genau. Nein. Ich denke, ich rede im Namen der ganzen Mannschaft. Wir wünschen dir unheimlich viel Erfolg. Weil Glück wünschen wir dir nicht, weil das brauchst du nicht. Du hast so viel können. Viel Erfolg auf deinem neuen Weg, bei deinen neuen Herausforderungen und in deinem neuen Verein. Nur nicht gegen uns. Nein, du wirst deinen Weg gehen. Wir werden uns hoffentlich bei der Nationalmannschaft sehen. Und so wie ich dich kenne, unsere Freundschaft wird auch diese Entfernung überleben. Und das ist einfach das Schönste daran. Das ist zwar im Moment ein Abschied, aber es ist kein Abschied auf Ewigkeit. Eine Entfernung ist eigentlich nichts, wenn man so eine gute Freundin gefunden hat. Und ich möchte mich auch bedanken bei Dina für diesen tollen 4 Jahre, in denen sie mir so viel gegeben hat und einfach hier mein Anker war. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe natürlich auch noch ein bisschen was zu sagen. Ich bedanke mich erstmal bei der ganzen Mannschaft für diese unfassbar geile Saison. Es ist wirklich nochmal ein grandioser Abschied, deutscher Meister zu werden. Nochmal. Noch.
ja, ich habe vor 9 Jahren bin ich hergekommen und hätte mir nicht träumen lassen, dass ich hier irgendwann stehe. Und ich bin natürlich Herbert und Helly unendlich dankbar. Ihr beide seid die beiden, die immer an mich geglaubt haben, die immer an meine Entwicklung geglaubt haben. Helly, der mich gefördert hat, gefordert hat, in egal welche Situation. Mit Jana Krause an meiner Seite. Das waren 5 unfassbar schöne Jahre mit dir. Und ich kann mich bei euch allen nur bedanken.